Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der John G.G. Tucker. Hallo, 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 hier ist wieder Folge paralleles Schoki Reden Banoki in dieser Schoki Banoki mit Daily, deiner bei Daily, jetzt hier aus unserem Studio live Jenner für euch. Hier, das ist wir der werden Pujan heute richtig viel Scheiße und labern. Ich bin der das Sascha, ist der Sascha und ich und bin der Pujan und heute den haben wir einen Geburtstag. 9. Oktober. An diesem 9. Oktober. Und das Oktober ist hat Geburtstag Frosgall. Herzlichen Glückwunsch. Frosgall. Dann ist heute der Welttag der geistigen Gesundheit von der... Also Sascha, das ist für dich. Ne? Der geistigen Gesundheit. Der geistigen Gesundheit, ja. Welttag der geistigen Gesundheit. Aber das ist das in Bezug auf geistige, wie sagt man, geistige Behinderung? Oder? Man feiert die geistige Gesundheit. Ich weiß, du kannst nicht mitmachen, aber lass uns anderen wenigstens den Spaß. Okay. Ja, ne? Och, Status Quo. Ja. In the army now. Whatever you want. Und er hat immer, und er hat immer das nie nie gemacht. Genau, das der hat das gemacht. Der singt whatever you want und er macht nie. Genau, der ja. Rick Parfitt hätte heute Geburtstag. Kannst du dir mal vorstellen? Ja. Also der ist gestorben. Richtig trotzdem so. Der ist gestorben. Ja. Musst du dir mal vorstellen. Da wirst du weltbekannt, indem du die ganze Zeit nur so machst. Ja. Der singt, der macht und tut und der steht im Hintergrund und macht. Excusez-moi, erregt dich das, wenn eine Französin so mit dir redet, oder was? Sie ja, du nein. Mm-mm. Ja. Usher hat Geburtstag, ja? Das ist mir auch egal. Verstehst du? Da stand der Vater am Wickeltisch und hat sich gedacht, wie nennen wir den denn? Und hat die Mutter gesagt, Usher wäre gut. Und er so, oh, das ist eine gute Idee. Und haben sich, anstatt dass er... 1971, am 12. Oktober, wird das Rockmusical Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber uraufgeführt. Hast du gesehen? Ich habe das Buch gelesen. Das Buch gelesen? Nein, ich habe es nicht. Ich sage Cheerio mit Sophie, er hier, Mark Hagenbeck, den werdet ihr bestimmt auf der Bühne irgendwie nochmal treffen, als Mentalist, Gedankenleser und Psychotainer. Kommt ja, ja. In meine Show, kommt in meine Show. Ja, ja. Ja. Machen Sie schon, machen Sie schon.